Dankeschön. Ein randvolles Programm. Heute Abend festlich der Jahreszeit entsprechend und einer der heißen Favoriten auf den Titel Liebling des Jahres, den Sie heute Abend hier endgültig wählen werden, via Internet bei uns. Rudolf Scharping, Sie wissen, hat sie wieder ein bisschen verplappert oder Ärger eingehandelt. Und er plappert jetzt so häufig, man nennt ihn jetzt in Regierungskreisen schon Mr. Whirlpool. Ja, alle Geschenke schon zusammen? Das Fest steht kurz vor der Tür. Ja? Wenn ich gefragt werde, na Herr Schmidt, alle Geschenke schon bekommen? Sage ich, nee, erst Heiligabend. Den habe ich vollkommen versemmelt. Zeig mal, wie das war willkommen. Ja, ja, ja. Ah, so geht er, Moment. So geht er, Fehler. Na, Herr Schmidt, haben Sie schon alle Geschenke? Nein, kriege ich erst Heiligabend. Viele Menschen haben Angst, sie müssen aufpassen, wenn sie die Geschenke dann umtauschen nach dem Fest, ja? Bekommen sie das schon in Euro zurück. Nicht, dass sie da irritiert sind, das wird dann die Hälfte, das habe ich Ihnen ja neulich gesagt. Dass das Geld nur noch die Hälfte wert ist ab dem 1. Januar, lasse ich da nichts vormachen. Es ist so voll in unseren Städten, bei Douglas ist es so voll, wenn sie nicht aufpassen, werden sie wieder eingepackt. Helmut Zernet, Santa Claus. Na, Herr Schmidt, haben Sie schon alle Geschenke? Nein, bekomme ich erst an Heiligabend. Das irritiert mich sehr, wenn ich so eine sichere Nummer so versemmel. Ja? Na, Herr Schmidt, haben Sie schon alle Geschenke? Nein, bekomme ich erst an Heiligabend. So wäre es ein Megabrüller gewesen zum Einstieg. Absolut. Und jetzt habe ich diesen schönen Scherz, mein Lieblingsscherz heute, versemmelt. Sowas hängt mir nach. Trost für mich. Zwei grandiose Frauen heute Abend bei uns zu Gast. Eine junge Künstlerin, die vor dreieinhalb Jahren zum letzten Mal bei uns war. Damals noch als Star der verbotenen Liebe. Mittlerweile wohnt sie in Los Angeles. Sie hat eine Wohnung in London, wenn sie in Europa dreht. Xenia Seeberg. Heute Abend. Hier. Haben Sie schon alle Geschenke? Nein. Nein. Bekomme ich erst an Heiligabend. Und dann haben wir eine großartige Sängerin zu Gast. Das ist ihre Weihnachtsplatte hier. Und Sie alle kennen sie. Sie hat die Deutschen sehr beeindruckt bei ihrem Auftritt vor dem Brandenburger Tor aus Anlass der Gedenkfeier für die Opfer des Anschlags vom 11. September in New York, wo sie Amazing Grace gesungen hat. Wird heute das schöne Weihnachtslied I Wish You a Very Christmas, a Merry Christmas hier live bei uns singen. Jocelyn B. Smith. Bekomme ich erst an Heiligabend. Schöne Grüße an dich von Frau Hoffmeister aus Bremen übrigens. Das ist das. Habe ich heute im Intercity getroffen. Aha. Ja, 13.50 Uhr ab Bochum, 12.50 Uhr ab Bochum. Im Speisewagen. ICE. Frau ICE. Nein, Intercity. Auch Intercity? Kein ICE. Aha. Frau Hoffmeister aus Bremen, ein treuer Fan unserer Sendung. Sehr charmante, sehr attraktive Dame. Fuhr mit ihrem Vater, der schon fast 95 ist, nach Heidelberg. Und hat gesagt, grüßen Sie bitte Herrn Andrack. Danke. Den mag ich sehr. Oh, danke. Ja, der hat so ein warmes Herz. Sie kennt dich gar nicht. Das sieht sie. Ja. Und weißt du, was sie gesagt hat? Weißt du, was sie gesagt hat? Der lacht immer so drollig. Frau Hoffmeister aus Bremen. Schade, dass mich Frau Hoffmeister nicht gefragt hat, haben Sie schon alle Geschenke? Dann hätte ich gesagt, nein, kriege ich erst Heiligabend. Ich habe mich mit ihr fotografieren lassen im Speisewagen. Toll, das ist ein guter Zug von ja, dir. Sie ist zurückgegangen in das Abteil, hat den Fotoapparat geholt. Ihr fast 95-jähriger Vater in fantastischem Zustand, hat alleine gegessen, tadellos gekleidet. Ein Herr vom Scheitel bis zur Sohle, fast 95 Jahre alt. Liebe kaputten 58-Jährigen zu Hause, nehmt ihr mal ein Beispiel. Ja? Und sie hat den Fotoapparat geholt und dann wurde ich von einer
Dame, die ein Architekturbüro in Osnabrück hat, die nach Baden-Baden fuhr, fotografiert. Mit Frau Hoffmeister. Toll. Erst hat Frau Hoffmeister mich alleine fotografiert und dann Frau Hoffmeister und ich zusammen von der Dame mit dem Architekturbüro. Und wo die Dame mit dem Architekturbüro in Osnabrück stieg erst in Düsseldorf ein, ja, dort stieg eine sehr attraktive Rechtsanwältin aus Hamburg aus, die bis dahin da saß. Hey. Ja, geht demnächst mit ihrem Mann für 1,5 Jahre nach Tokio und fuhr zur Weihnachtsfeier in ihre ehemalige Kanzlei nach Düsseldorf. Wollte mich auch fotografieren mit ihrer Canon Ixus. Aber, man glaubt es nicht, kein Film drin. Oh. Verstehst du? Foto. Und das sah Frau Hoffmeister, die die Sendung jeden Abend mit ihrem Mann schaut und sagte zu mir, eins fällt dir auf, wenn ich Herrschaften raushole, vor allem Frauen, Damen, die hier die Adventsgeschenke bekommen, ja, sind es immer junge Frauen mit blonden Haaren. Na, das stimmt doch nicht. Ich sage auch, Frau Hoffmeister, das müssen Sie falsch gesehen haben. Entschuldigen Sie bitte. Weil die attraktive Rechtsanwältin demnächst 1,5 Jahre in Tokio mit ihrem Mann auch blonde Haare hat und war so Mitte 30. Ja. Ja? Und dann sagte ich, ja, das kann nicht sein. Und dann sagte Frau Hoffmeister, doch, ihre Tochter ist auch 32. Ich weiß nicht, wieso auch 32, aber ihre Tochter ist auch 32, blond und Tierärztin. Und dann sage ich, ja, und ist auch eine Erbschaft bei ihr zu erwarten. Und da war Frau Hoffmeister irritiert und sagt, wieso, das wären ja dann wir. Sag ich, ja, natürlich. Und jetzt will Frau Hoffmeister bald mit Mann, vielleicht auch mit der Tochter 32, blond, Tierärztin hier vorbeikommen. Oh, das wäre toll. Ja, ja. Habe allen die Nummer gegeben. Und Fotos hat sie auch von mir, klick, klick gemacht und so. Ich lerne so viele Leute im Speisewagen kennen und bin die immer... Zugbekanntschaften. Neulich, als ich nach Berlin gefahren bin, ja, eine Polizeigruppe aus Siegen mit mir zusammengesessen, fuhren zu einer großen Gewerkschaft der Polizeidemo nach Berlin. Man kommt ins Gespräch, man tauscht sie aus und ich habe mich verabschiedet und gesagt, es lebe der Polizeistaat. Kam nicht so an, war ein bisschen... War von mir vielleicht ein bisschen zu forciert. Ich meinte, es lebe der Staat, in dem die Polizei ihre fantastische Pflicht als Bürger in Uniform nachkommt. War ein bisschen gedämpft. Und weißt du was, Frau Hoffmeister war über eins sehr sauer. Oh, okay. Ja, sie sagt, das gestern Abend mit Helmut Lotti, das war nichts. Ich bin doch hier so entgleist gegenüber Helmut Lotti. Ist sie Helmut Lotti-Fan? Nein, sie hat gesagt, sie ist kein Fan, sie war nur bei seinem Konzert in der Stadthalle in Bremen. Und sie hat gesagt, Bremen hat den schönsten Weihnachtsmarkt überhaupt in ganz Deutschland. Und das kann ich nur sagen. Gehen Sie mal hin auf den Weihnachtsmarkt in Bremen. Und das stimmt mit Helmut Lotti. Helmut Lotti hat heute eine fantastische Kritik in der Süddeutschen Zeitung gekriegt. Ja, Olympiahalle ausverkauft, er imitiert Elvis, er ist ein Genie, er ist großartig. Ich sage, Frau Hoffmeister, Sie haben recht, das war eine Entgleisung. Und da sagte, weißt du was, nein, das war die Rechtsanwältin. Die Rechtsanwältin hat zu mir gesagt, und das hat mich irritiert. Sie sind ja privat schlanker als im Fernsehen. Hörst du das auch oft? Das habe ich auch zuletzt gehört, ja. Über mich oder über dich? Nee, über mich. Ich sehe so dick aus im Fernsehen. Ja, aber doch auch privat. Nein, das stimmt doch nicht. Nein. Wow. Hallo, Herr Schmidt. Haben Sie schon alle Geschenke? Nein, kriege ich erst an Heiligabend. Ja, stell dir vor. Und immer wieder sind Leute, die mich auf der Straße treffen, überrascht, dass ich 1,94 Meter bin. Sagen, im Fernsehen wirken Sie nicht so groß. Und ich habe es schon mehrfach gehört, im Fernsehen wirke ich dicklich. Da bin ich nämlich mit Dolly Buster verglichen worden. Weil, das habe ich auch erst nicht verstanden. Nein, eben nicht wegen hier, sondern da hatte nämlich jemand gesagt, ich habe auch zuletzt Dolly Buster getroffen und die wäre auch in echt viel schmaler und zierlicher, als man sie so aus dem Fernsehen kennen würde. Und bei mir wäre das auch so. Aber das heißt, ich scheine mit einer unglaublich aufgedunsenen Fresse rüber zu kommen. Ich sehe ja wahrscheinlich für die Leute zu Hause so aus, wie die, auf denen wir herumhacken. Das könnte sein. Ich habe mich dann natürlich kurz gefragt, was ist besser? Ist es besser, du siehst im Fernsehen geiler aus, ja? Und im Speisewagen hörst du, huch, das ist ja scheiße, ja? Oder die Leute sagen, oh, sie wirken ja viel schlanker als im Fernsehen. Ist ja eigentlich besser, wenn es zum Live-Einsatz kommt. Ja. Oder? In echt gut ist besser. Ja, aber woran liegt das, dass man so aufgedunsen aussieht? Das, ich sehe aus wie einer, der eine Nachmittagstalkshow macht oder sowas. Woran liegt das? Weiß nicht. Hast du das auch schon gehört, Helmut? Mhm. Ja? Ja. Das hört man wirklich. Woran liegt das denn? Weiß man das? Müssen wir mal die Bildtechnik fragen. Die Bildtechnik. Vielleicht auch am Licht. Vielleicht sollten wir an die eine Hälfte wegleuchten. Oder so. Obwohl dann rufen Leute an und sagen, ist es was Ernstes?
Wie bei Lagerfeld. Aber bei Lagerfeld ist es, ja, bei Lagerfeld ist es doch, weil er diese neue Diät hat. Also, wie gesagt, schöne Grüße von Frau Hofmeister. Herzlichen Dank. Und Helmut hat einen großen Star getroffen. Einen der Superstars des internationalen Kinos, sehen Sie zum Beispiel aus Verrückt nach Mary kennen und jetzt einen neuen Film im Kino hat, Ben Stiller, exklusiv für unsere Show interviewt. Helmut Zerle trifft Bernd Stelter. Quatsch, nochmal. Helmut Zerle trifft Ben Stiller. Genau, Ben Stiller, der mit dem Reißverschluss. Der einzige Prominente neben Jenny Elvers und Nadel, der es mit Sperma am Ohr ganz nach oben schaffte. Zoolander. Jo, so heißt er. Sein neuer Film rund um die verrückte Welt der Modebranche. Ben Stiller spielt das Supermodel Derek Zoolander. Und der hat wirklich so einiges auf dem Kasten. Und in der 7. Klasse bekam ich Bulimie. Du kannst Gedanken lesen? Zur Geschichte. Das naive Starmodel Derek Zoolander bekommt eine Gehirnwäsche verpasst und soll zur Kampfmaschine abgerichtet den Ministerpräsidenten von Malaysia töten, weil dieser die Kinderarbeit verbieten möchte. Denn das würde für die Modebranche das Ende bedeuten. Ui, wie das wohl ausgeht. Zerlett hat sich für das Interview in Schale geworfen. Da bietet sich natürlich die Frage an den Modeexperten an. What would Derek Zoolander think about my style today? I think Derek would think that you were looking incredibly well coiffed and that you're taking a you know, you're making a broad statement, which is important, and the shoes. I think Derek would be over the moon about the shoes. They come from Vivienne Westwood. Yes. Oh, really? She's yeah. Well, there. That's there's a designer for you. You cannot wear them every day, but they make them at least. They make me a little bit taller. Yeah, I could use them too then. Puh, Fashion-Test bestanden für Helmut Zerlett. Die Imelda Marcos unter den Bandleadern. 3000 Schuhe besitzt Zerlett und die schönsten Exemplare wollen wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten. I brought you some pictures of German celebrities because we in Germany we are very strong in fashion, as you know. Mm-hmm. Can you tell me if they are looking hot or not? Okay. You know, yeah? Who is that? This is Frau Merkel. She's the head of the Christ Democratic Union. Okay. Yeah, party. She looks like she's, well, she looks very well attired. She looks very fancy. It's like a, is it like a dress-up function that she's going to? Yeah. Right? She must be very important. She is. Yes. I have another important man. Wow. Politician. See, in America, that's not how our politicians dress. Not if they want to get reelected. Maybe we should tell him. Yeah, what party is he from? He's another party. Really? Which is not in the government he's right the, now. The funny hat party? Funny hat party. Right. I dig it. Ja, ist auf Spitze gelaufen. Helmut Zerlett fährt mit dem Zug nach Hause. Unterwegs träumt er von Ben Stiller, vom Laufsteg und von der eigenen Modelkarriere. Ach, was wäre das so schön? Alter, vor Schönheit, Sackgesicht. Wie du willst. Also los. Hallo Herr Schmidt. Haben Sie schon alle Weihnachtsgeschenke? Nein. Kriege ich erst an Heiligabend.
kriege ich erst an Heiligabend. Nein, kriege ich erst an Heiligabend. Schade, dass diese Rechtsanwältin keinen Film in ihrer Canon XS hatte. Vielleicht könnt ihr Frau Hoffmeisters einschicken. Heute Morgen, als ich die Zeitung gekauft habe hier auf dem Kölner Hauptbahnhof, hat die Zeitungsverkäuferin mich gefragt, sagen Sie mal, Herr Schmidt, Sie kennen doch das ARD-Wunschkonzert. Und da habe ich mir überlegt, Moment, das gibt's doch nicht mehr. Das war doch damals mit Dagmar und Max Schautzer, ja, Berghoff. Ja. Und das Wunschkonzert, ja, das läuft am Nachmittag. Ah. Und dann sage ich, Sie meinen die Wunschbox, ja. Sagen Sie mal, ist das ein Mann oder eine Frau? Und ich sage, hä? Ja, der immer kommt. Und dann war mir klar, sie meinte nicht Dubinsky, sondern diese Comedy-Einlage. Da kommt immer Frau Weber, eine total super witzige Comedy-Einlage mit einer großen Brille und einem Kopftuch. Und die spricht halt so und so. Also super gute Nummer, wahnsinnig, sehr neu in der Machart. Aha. Hallo, Herr Dubinsky! Und so, ja. Und er fragte mich, ist das ein Mann oder eine Frau? Und ich habe gesagt, ist ein Mann. Ist ein Mann, der sich grandios verstellt und eine Frau spielt. Aber ich war total irritiert, weil ich jetzt dachte, Wunschkonzert ist ein Mann oder eine Frau, wie Berghoff, Schautze, Dubinsky, was geht da? Durcheinander? Nein, und dann war mir klar, Frau Weber, die Figur nie gesehen? Nein. Könnte man im neuen Jahr mal zeigen? Ja. Fantastische Comedy, ähnlich wie bei Immer wieder sonntags mit Max Schautzer. Ein Mann, der sich als Frau verkleidet. Aber nicht, dass er auszusehen dann so diesen einladet aus Hamburg, weißt du? Den Unerträglichen da, wie heißt der? Was? Ja, dieser ganz Schlimme da, der da auch sich als Frau da verkleidet, weißt du denn? Lilo Wanders, ja. Ach so. Grauenhaft. Nicht, die kommen mir nicht ins Haus. Ja, ist okay. Ja, ist okay. Ja, hast du ja aufgeschrieben. Ja, hier, Comedy Mann als Frau, Wunschbox. Nicht, dass eines Tages hier Lilo Wanders sitzt und ich muss Nein. mich dann verstellen und so weiter. Toll, ist ja super, kommen wir nicht. Nein, nicht, nie. Vanessa May, Lilo Wanders, Kim Wilde, kommen uns nicht ins Haus. Jetzt, meine Damen und Herren, kommen wir zu einer Aktion und Frau Hoffmeister, Sie sollten bitte genau hinschauen. Sie irren, wenn Sie glauben, es sind immer nur junge Damen mit blonden Haaren, die hier das Geschenk erhalten. Es war auch nicht so. Nein. In diesem hier Jahr. Hier die Sozialarbeiterin. Heute eine Sozialarbeiterin, ein Bankkaufmann in einem orangenen Hemd. Ja. Ja. Gut, gestern Frau Dr. Hansen aus Hansen Hamburg, das war eine blonde Zahnärztin, aber das war Zufall. Heute ist es ein ideales Geschenk für ein Paar. Für ein Paar. Und zwar für ein heterosexuelles Paar. Ja? Am letzten Tag des Jahres bitte ich um Verständnis, dass wir ein heterosexuelles Paar hier zu Gast haben. Bitte, Herr Andrak, mit dem drolligen Lächeln, auch er, schlanker als im Film. Das wäre auch mal eine neue Rubrik eigentlich. Ist schlanker als im Fernsehen. Ja. Können wir mal im nächsten Jahr vorstellen. Nummer 21, ein schönes Geschenk für ein junges Paar, frisch verliebt, verlobt, verheiratet oder die Eltern wissen noch nicht, dass man zusammen wohnt. Ein Paar bitte, das sich das heutige Geschenk für das Fest abholen möchte. Ja, hier oben, ist das so? Eine Frau mit blonden Haaren und ein Mann mit, hallo, ich schreibe gerade ein Drehbuchbrille. Kommen Sie bitte nach unten. Das war jetzt ein Missverständnis. Ja, das war ein Missverständnis. Ja, wo ist jetzt die Dame, die leider durch unseren Rechtsanwalt wieder weggeschickt wurde? Wo? Sie sind im nächsten Jahr dran. Ihr Verlobter war ja gerade schon auf der Bühne vor Beginn der Sendung. Ja? Wenn Sie wollen, können wir noch 2 Stunden nachher machen. Also, im nächsten Jahr. So, das sind diese Missverständnisse. So, hallo, wo kommen Sie her? Hamburg. Nein! Was ist denn da? Ist da Hochwasser oder warum sind alle Hamburger hier? Da liegt nicht so viel Schnee. Ja, hier ja auch nicht, oder? Stimmt doch, auf der Fahrt schon. Mehr so much. Sie kommen beide aus Hamburg? Ja, beide aus Hamburg. Sind Sie verheiratet? Nein. Nein. Leben Sie zusammen? Nein. Sie sind aber ein Paar? Ja. Oder sind Sie nur so eine Kartengemeinschaft für heute Abend? Nein. Ja, Sie haben irgendwie eine Ähnlichkeit mit irgendeiner Schauspielerin oder so. Ach so, jetzt weiß ich. Mit Leslie Malton. Ich finde, die junge Dame erinnert mich an Leslie Malton.
Ja. Wie heißen Sie bitte? Nadine. Und Sie sind? Gunther. Nadine und Gunther. Was machen Sie beruflich, Nadine? Werbekauffrau. Springer und Jacobi. Oh, schöne Agentur, kann man ruhig mal sagen. Springer und Jacobi. Oh, Springer und Buchen Jacobi. Auch viele Spots bei uns. Ja, ja, tolle Agentur, wirklich wahr, mit die Besten. Also, ja. Das kann man gar nicht laut genug sagen. Wenn mehr bei Springer und Jacobi ihre Werbung machen lassen würden, sähe die Welt besser aus. Immer her da. Wo arbeiten Sie? Ich bin noch Student. Aha. In den letzten Zügen. In den letzten Zügen? Wie denn, gesundheitlich oder? Nein. Ich hoffe, mit baldigen Abschluss. Was studieren Sie? Bauingenieurwesen in Hamburg-Harburg. Bauingenieur? Das ist ja ein Beruf, der zurzeit ein bisschen im Verruf ist. Sie wissen schon. Afghanistan und so. Auch Bauingenieur. Gelernt? Ja. Ja, natürlich. Ja, gelernt ist gelernt. Aber man kann nicht alle Bauingenieure über einen Kamm scheren. Die meisten sind anständig und gehen studieren. In Hamburg-Harburg studieren Sie? Genau. Entschuldigung, bitte. Sie sind Bauingenieur aus Hamburg-Harburg? Genau. Ruf bitte Chili an. Rein präventiv. Das geht nicht gegen Sie persönlich, aber wir alle müssen ja ein bisschen mitarbeiten. Da ist natürlich so ein Vorhang eine Möglichkeit, sich zu verstecken. Meinst du, wir betreiben jetzt Hilfe zur... Es könnte natürlich sein, nehmen Sie doch mal bitte das Geschenk. Ich glaube, das wird Sie begeistern. Soll ich auspacken? Ja, es ist eigentlich... ein scheinbar harmloses Geschenk. Ein Corniche-Duschvorhang für die erste gemeinsame Wohnung. Aber ja, super. Ich würde eins sagen. Viel Spaß in der Dusche. Tun Sie mir einen Gefallen. Verstecken Sie sich nicht hinter dem Duschvorhang, damit da nicht was reininterpretiert wird. Okay. Ja? Sollte die Polizei bei Ihnen in der Wohnung stehen, machen Sie den Duschvorhang weg. Und sagen Sie einfach, hallo, wir sind ein junges, völlig sympathisches Paar. Ja? Gehen Sie in die Kirche an Weihnachten? Natürlich. Ja. Ja. Katholisch? Katholisch. Nein. Sie nicht? Nein. Eine konfessionell gemischte Partnerschaft? Ja. Ob das gut geht? Schön in unserem Land, dass das heute möglich ist und von uns unterstützt wird. Ja? Ist das was für Sie oder nicht? Ja, super. So, vielen Dank fürs Mitmachen. Ja? Frohe Weihnachten und gutes Neujahr. Tschüss. So. Da kann man mal sehen, meine Damen und Herren, auch das ist am Ende dieses Jahres. Es ist nichts mehr, wie es vorher war. Nein, alles anders. Ein junger Bauingenieurstudent aus Hamburg-Harburg bekommt einen Duschvorhang. Früher Jubel, heute beim Rasterfahndung sind das 4 Punkte zum Jahresende. Kling, bingo. Unsere Welt ist irgendwie so schlimm geworden, oder? Ja. Wir sehen dicker aus, als wir sind. Ja. Hallo. Haben Sie schon alle Geschenke? Nein, die kriege ich erst an Heiligabend. Den Gag bringe ich in der ersten Sendung im neuen Jahr wieder. Und dann korrekt. Der passt ja auch da noch. Ja, richtig. Oder? Jetzt ist es soweit, meine Damen und Herren. Ah, nein, wir kommen erst noch zu etwas ganz Wichtigem. Und zwar, seit ich gestern gesagt habe, dass das Geld, das für unsere Modelleisenbahn gespendet wird, an ein SOS-Kinderdorf in Afghanistan geht. Von deutschen Bauingenieuren in Pakistan aufgebaut. Für afghanische Kinder, die dahin fliegen. In Afghanistan für Pakistan. Wo? In Pakistan. In Pakistan. Also das Geld ist für afghanische Kinder, die nach Pakistan flüchten. Also müssen. Ja. Klar. Ja. Ja. Dort werden sie... betreut. Betreut? Nahrung, Kleidung. Nahrung, Kleidung, Spielzeug. Genau. Medikamenten. Ja, Medikamenten. Und menschliche Zuwendung. Ja. Und bald auch unsere Bundeswehr. Sag doch mal, wie viel jetzt schon geboten wurde. Es ist sensationell. Gestern waren es 3.000 Euro, nachdem ich gesagt habe, wo sind wir denn? Wir sind ein reiches Land und wir haben doch reiche Unternehmen. Verzehnfacht. Wie ist der aktuelle Stand? Das aktuelle Gebot ist bei 30.200 Euro. Fast 60.000 Mark für die Modelleisenbahnplatten. So. 30.000 Euro, verzehnfacht. Jetzt ist es soweit, meine Damen und Herren. Das ist der Liebling des Monats. Und Sie entscheiden jetzt endgültig via Internet, wer wird der Liebling des Jahres 2001? Nochmal im Schnelldurchlauf, das sind die Kandidaten. Jetzt ist es wieder soweit. Das Jahr geht und der Liebling kommt. Hier sind Sie, alle unsere Kandidaten für den Liebling des Jahres 2001. Motorradhelm, Lederjoppe, Pflasterstein.
Das waren die Zutaten für unseren Januarliebling Joschka Fischer. Unglaublich, Anfang des Jahres kam heraus, der heutige Weltstaatsmann Nummer 1 war in jungen Jahren ein echter Hau drauf. Der hatte tüchtig Dampf in den Fäusten. Da holte sich das Schweinesystem ruckzuck einen Satz heißer Ohren. Die Fotos mit jungen Joschka in voller Aktion dürfen wir Ihnen aus urheberrechtlichen Gründen nicht zeigen. Sehen Sie stattdessen diese auf den historischen Fakten beruhende Rekonstruktion. Exzesse der Gewalt, die aus heutiger Sicht kaum nachvollziehbar sind. Aber das waren natürlich auch andere Zeiten damals. Naja, schwamm drüber. Es dauerte 5 Sekunden, doch sie veränderten die Republik und hieften ihn aufs Lieblingspodest im Februar. Boris Becker, den bürgernahen Tennis-Halbgott aus Leimen. Er wurde Opfer des größten Samenraubs aller Zeiten. Boris hätte es natürlich merken können, oder? Beim Abschied. Also das nächste Mal spielen wir aber Tennis. Ja? Und wenn Sie dann so, Der Mann, der unserem mediokren Einerlei eine Ahnung von Glamour und natürlicher Aristokratie einhauchte, ging durch die Hölle. Das Grauen hatte viele Gesichter. Zum Beispiel das von Reinhold Beckmann. Ihm musste Bobbele in dessen Talkshow Rede und Antwort stehen. Lass uns ein bisschen über diese neue dunkle Seite des Boris Becker reden. Wenn man Tango tanzen will, dann braucht man einen Partner. Du brauchst nicht den täglichen Matchpartner. Ich lebe sehr intensiv, ich lebe teilweise an einer gewissen Grenze. Keiner sollte den Mut haben, mit mir tauschen zu wollen. Das ist ein brutales Leben. Stimmt, Boris. Ein Glück nur, dass absolut kein Schwein mit dir tauschen möchte. Ab März traten die Promis in den unbefristeten Warnstreik. Eine echte Liebling-Durststrecke begann. Wen hatten wir da nicht alles auf dem Schreibtisch? Ein tapferes Schleiferlein, das auf Kommando jede Hirntätigkeit einstellen konnte? Einen knuddeligen Teddybär? Ein knetriges Urviech? So wie im Mai die Korschenbrucher Trainerlegende Berti Vogts, weil... Berti Vogts ist die dumme Sau. Im positiven Sinne natürlich. Es folgten eine vollpleite Stadt in Sibirien sowie dieser rosarote Plüschhase im Juli. Besser wurde es erst ab August. Hallihallo, herzlich willkommen zu RAN. Schönen guten Abend. Ja, da strahlte Vonti noch und freute sich einen Ast ab. RAN, die furiose Fußballfete mit den töftesten Toren, wurde erster Liebling nach der Sommerpause. Fußball am Samstagabend um 20.15 Uhr. Das war rundum eine gelungene Überraschung. Genau wie Vontis pfiffige Moderationen. Heute hatten die alle Saisonauftakt gegen den Aufsteiger. Gegen Aufsteiger aus Nürnberg. Da kickten also Millionen gegen Taler. Oder besser gesagt, Millionen gegen Augenthaler. RAN am Samstagabend zur besten Sendezeit ließ selbst einsichtige Muttis meutern. Ehekräche drohten, Haussegen hingen schief. Die Männer müssen sich jetzt entscheiden zwischen RAN gucken und RAN dürfen. Täglich RAN, das ist auch sein Lebensmotto. Szenen mediterraner Lebenslust, eingetaucht in das helle mallorquinische Licht eines nie zu Ende gehenden Raffaello-Sommers. Wir sehen unseren September-Liebling Rudolf Scharping und seine gärtenschlanke Gräfin bei amourösen neckischen Badespielchen. Kribbelnder wurde Erotik wohl selten in Szene gesetzt. Bei uns hieß das früher im städtischen Freibad Nürtingen, hau weg die Alte. Es war wie ein finales Aufleuchten der Spaßgesellschaft. Und tatsächlich, ein paar Tage später war dann endgültig Schluss mit lustig. Denn nun kam sie, unser Oktoberliebling, Ulla Kock am Brink, die Grande Dame der Samstagabendshow. Unvergessen ihre formvollendeten Auftritte. Doch dann der Schock. Ulla spannte der Christiansen den Lebensabschnittspartner aus. Exklusiv äußerte sie sich dazu in der Gala, sowie nicht minder exklusiv in der Bunten, sowie im Stern natürlich ebenfalls exklusiv. Sie sagt hier, ich konnte nicht anders. Das ist sprachlich schon ziemlich nahe an Luther. Irgendwelche Vorwürfe wären aber deplatziert. Zumal die Kock am Brink für ihre alte Freundin Sabine stets einen guten Rat im Petto hat. Wenn mein Freund in der Welt herumpoppen würde, dann würde ich auch zusehen, dass ich irgendwie wenigstens finanziell abgesichert bin. Noch eine Ulla gab's im November. Und im Dezember kam dann Bochum. Kein Schwein weiß wieso. Das waren alle unsere Lieblinge im Jahr 2001. Die Spannung steigt, denn in wenigen Augenblicken werden wir wissen, wer Nachfolger wird von ihm hier. Für den gilt... Ich war so immer eigentlich anwesend, auch wenn ich physisch nicht anwesend war. Ein Satz, der genauso gut auf Jesus Christus zuträfe. Freuen wir uns auf einen ähnlich charismatischen Liebling 2001. Auf geht's! So, jetzt wird es also sehr spannend. Bisher war... In den ersten 3 Jahren war es zwangsweise ich selber, weil wir noch niemand anders hatten und es erst angekurbelt hatten. Dann kam Giovanni Trapattoni. 98. Ganz eindeutig, ja. Danach kam Susanne Starnke.
99. Wo ist die eigentlich? Die hatte zuletzt, glaube ich, noch ein Interview. Die hat... Ja? Ich dachte, sie fährt jetzt mit Udo Walz in die Karibik. Ach nee, das ist Sabine Christoph. Ja, genau, ja. Dann kam Christoph Daum. Ja. Und jetzt die Entscheidung. Im Internet... Ja, das ist jetzt der letzte Stand und auf den letzten Meter hat es an die 1 geschafft, Rudolf Scharping. Rudolf Scharping, mein Partner, unser Liebling des Monats, des Jahres 2001 und jetzt kommt es. Hallo Kabul! Heute Nachmittag habe ich gelesen, 1200 Leute schickt unsere Bundeswehr nach Afghanistan. Darauf könnt ihr euch freuen, liebe Freunde. Gefreiter Niki! Niki, frohe Weihnachten, gutes neues Jahr und bitte den obersten Dienstherrn draußen an die Ahnengalerie. Rudolf Scharping, Liebling des Jahres 2001. Gefreiter Niki, rührt euch! Schau dir das an. Fabelhaft, oder? Fabelhaft. Und ja. Ist auch jemand, an den man sich in den nächsten Jahren noch erinnern wird, mit warum Sicherheit. Er da hängt. Weil bei Trapattoni weiß man es, ich habe fertig. Und bei Daum und auch bei Rudi Scharping wird man sagen, Donnerwetter hat man den nicht mal Whirlpool genannt. Hallo, Herr Smith, haben Sie schon alle Geschenke? Nein, kriege ich erst in Heiligabend. Na, den Whirlpool-Witz hast du ja auch versägt, ne? Ja, da habe ich auch versägt. Und zwar, du hättest sagen müssen... Er blubbert so viel. Nee, es sprudelt so aus genau. ihm heraus. Genau. Und dann macht es ja auch Sinn mit dem Whirlpool. Unglaublich. Zwei Witze zu Anfang versägt. Schon lange nicht mehr passiert. Nee. Es sprudelt so aus ihm heraus, deshalb nennt man ihn nur noch Whirlpool. Aber danach wurde es ja besser. Das wirkt aber nur hier so, nicht im Fernsehen. Das täuscht. Ach so, okay. Ja. Herzlich willkommen.